Was sucht echt der Franz? Nur er weiß es. Das merkt man schon nicht gerade. Überall stehen im Atelier Musikanten, die Franz bei seiner Arbeit argwöhnisch beobachtet, um zu schauen, was da wieder für einen neuen Kollegen entsteht. In der Stadt Luzern hat Franz Schneider im Jahr 1979 eine Werkstatt für Kühlerreparaturen eröffnet. Das war damals mal eine absolute Märtnische, wie er schnell feststellen konnte. Gleich haben die Leute auch Haushaltgeräte, Dreiradvelo, Trottinette oder Kerzenständer in seine Reparaturwerkstatt gebracht. Heute lötet und schweißt Franz seine Figuren in seinem kleinen Atelier in Luzern. Der Franz sagt, nietet und biegt, der weich und hart lötet und schweißt. Er ist fast jeden Tag für ein paar Stunden in seinem Atelier. Das Orchester aus Kupfer und Messing. Figuren, die einem sofort gefallen und beim näheren Anschauen auch begeistert. Da entstehen aus Abfall und alten Messing- und Kupferteilen Musikanten mit verschiedenen Instrumenten.
Musikinstrumente müssen nicht originalgetreu aussehen. Eine grosse Fantasie vom Künstler ist da gefragt und muss auch können umgesetzt werden. Alte Bekannte sagen ihm der Kühler Franz. Autokühler hat er zwar keine mehr um sich, aber sie liefert das Material für seine Musikanten. Haben Sie das einfach von sich aus so selber gelernt? Ich habe das immer ein bisschen gemacht. Kreativ bin ich auch immer ein bisschen. Ich habe früher auch in einem Emser Werkstattgeschäft auf Gar, auf Autobus. Und dann habe ich auch bei diesen Schoffer etwa vier Nacht getrennt und gesagt, du wirst mir nicht wieder einen schönen Aschenbecher, du wirst mir nicht einen schönen Kerzenständer. Dann habe ich auch bei denen etwas so klein. Einfach gemacht so, zwischen ihr. Als Geschenk. Also. So als Geschenk haben sie aber das können nicht behegen. Es ist ja... man kann das eigentlich nicht lernen. Wenn ich denke, der Dengeli hätte eigentlich nicht können schweissen. Er hatte einen, er hatte rüdige gute Ideen. Der Lugibio hätte wieder schweissen können, der hat das grosse, grobe gemacht. Jetzt tun die Buben die machen mit sie. Aber ich glaube, das kann man nicht weitergeben. Das musst du können. Muss man können. Muss ich in sich hinten sein? Ja, das kann vielleicht sein, dass es eine Ausnahme ist. Aber im Allgemeinen, ich sehe das nicht, dass man einfach das weitergeben kann. Das ist nicht in einem Beruf, den man lehrt. So entstehen die Schuhe für den Klarinettist. Spontan und ohne Skizze entstehen seine Objekte. Er biegt, schweißt, schraubt, nietet und lötet seine Figuren aus seiner Fantasie. So sind viele Objekte entstanden. Aber alle haben etwas gemeinsam. Sie leben und haben die typische Handschrift von Franz. In der ganzen Schweiz konnte er schon seine Figuren ausstellen. Und der Erfolg war überwältigend, was er nie gedacht hat. Es gibt wieder so eine Harfe, da könnte man sie noch verlängern, wenn man will. Hier drauf tun dann. Und sie legt zu wenig lang, ist, ja.
Aber ich weiss genau, was ich suchen muss. Durchschnittlich 2 Wochen braucht der Künstler für eine Figur. Im Stress ist der Franz nie. Er lässt sich nicht hetzen. Wenn eine Figur ihm Mühe macht, lässt er sie einfach stehen, bis es wieder Klick macht. Einmal werden alle fertig. Kühlerwabe als Klavier, Flügelmutter als Krawatte. Ideen sind gefragt und es werden keine Grenzen gesetzt. Eine Arbeit, die viel Gefühl, aber auch Können, viel Freude und eine grosse Begabung braucht. Soll ja nur eine Art ungefähr Figuren werden nicht angemalt, dafür ein bisschen flambiert, um Patina zum Vorschein zu bringen. Das Mal haben wir einen Künstler kennengelernt, den Franz Schneider. Er, der in unzähligen Leuten mit seinen Kunstwerken viel Freude macht.